Hallo, sehr geehrte Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Emergency 4 mit der Dorfmod Germersheim. Ja, jemand von euch hatte sich... Medizinischer Notfall. Eine Person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt. Versorgen und abtransportieren. Jemand von euch hatte sich das ja gewünscht, dass ich das nochmal spiele, deshalb mache ich das jetzt. Hier würde ich mal sagen, schicken wir einen RTW hin. So. Also, ich glaube, ich mache in diesem Video eine Umfrage, welche Modifikation ihr denn am meisten sehen wollt. Und dann spiele ich die. Und die Umfrage befindet sich oben rechts in der Ecke auf dem i-Symbol. Da muss man draufklicken und dann kommt man zur Umfrage. Da kann man dann eine Modifikation auswählen. Sollte die Modifikation, die ihr sehen wollt, nicht dabei sein, dann einfach in die Kommentare schreiben. Und dann lade ich die runter. Ja. So, dann müssen wir jetzt warten, bis der RTW kommt. Dann gucken wir hier mal, was da so los ist. Also da steht ein Taucher mit dem Fuß auf dem Hals der Frau. Und die Frau versucht verzweifelt Luft zu kriegen und bewegt den Kopf. Aber der Taucher, der geht da einfach nicht runter. Das ist wegen der Brille und wegen der Taucherausrüstung. Der weiß gar nicht, dass der auf der Frau draufsteht. Der sieht das gar nicht. Und von daher würde ich mal sagen, wo war hier nochmal Polizei? Das musste man, glaube ich, so machen, ne? Und daher würde ich mal sagen, alarmieren wir da auch mal die Polizei und holen den da weg und informieren den, dass der da auf einer Frau steht. Die anderen sehen das auch nicht, die gucken weg, ne? Und der hier, der hat das gesehen und hat die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert, ne? Naja. Wir können uns ja das Fahrzeug mal ein bisschen genauer ansehen. Mit den schönen Blinklichtern hier, ne? So, vom Roten Kreuz. Vom Bayerischen Roten Kreuz. Das ist nicht das Deutsche, sondern das Bayerische Rote Kreuz. So. Ja. Dann war das so, dass man hier sowas, den Rettungsrucksack rausholen muss, ne? Ich habe die Modifikation ja schon etwas länger nicht mehr gespielt, aber ich weiß noch ungefähr, wie das geht. Da geht man auch dahin, ist doch bestimmt realistischer. So, hier haben wir noch ein Feuer. Deswegen kommt die Polizei, nicht deswegen, weil ich das eben erzählt habe, sondern nur wegen dem Feuer, weil das hier ja verboten ist. Nur deswegen habe ich die Polizei alarmiert. Ne? So. Kann man das Feuer eigentlich... Haben die hier einen Feuerlöscher? Nee. Okay, dann nicht. Kann man die Person befragen? Das geht auch nicht, ne? Nee. Erste Hilfe leisten kann man. Na gut, dann lassen wir das, dann schicken wir die wieder zurück. Da läuft einmal außen rum. Ah, die hätten den Taucher jetzt von der Frau holen können, aber ich glaube, wir holen einfach eine Trage und nehmen die mit. Dann wird das schon in Ordnung sein, denke ich mal. Der Taucher sieht überhaupt nicht, was da unter dem passiert und dass da jetzt auch Rettungsdienst ist und sowas. Naja. So, dann nehmen wir die Frau mit und fahren zum Krankenhaus. So, jetzt wird die hochteleportiert. Ne? Ja. Teleporter kaputt? Ah, doch, geht. So. Ach ja, Emergency 5 ist bei der Umfrage wahrscheinlich auch zur Auswahl. Vielleicht kaufe ich mir das ja dann mal, wenn ihr das unbedingt sehen wollt. Was bestimmt so sein wird, ne? Es gibt ja auch noch andere Spiele, die hier so simulationshaft sind. Fire Department 3 habe ich ja schon gespielt. Also noch nicht fertig, aber ich bin ja dabei. Und ja... Die anderen Spiele, die kenne ich nicht.
Außer den Feuerwehrsimulator 2010 von Astragon. Aber der ist ja von Astragon und dafür brauche ich erstmal 500 Abonnenten, damit ich da eine Chance auf eine Genehmigung habe. Jedenfalls war das so, als ich beim letzten Mal nachgefragt habe. Hier ist, glaube ich, sehr viel Müll. Ist das so eine Papierverarbeitungsfabrik hier? Oder Altkleider? Sieht eher nach Papier aus. Gut, dann werden die hier wohl Papier recyceln. So, ich glaube nicht, dass die hier Kleidung so in so Blöcke stopfen würden. Naja, was ist das hier? Das sind Papierpixel. Sind die Pixel hier in dem Spiel wirklich so groß? Ich glaube nicht, ne? Hm. Interessant. Das ist bestimmt nur die Bodentextur, die so aussieht, ne? Ach, was denn sonst? Was machen die da? Die reden ein bisschen über Papier und wie das denn so ist mit der Umwelt und so, dass man das ja alles recyceln soll. Deswegen hat er auch einen grünen Helm auf. Das ist bestimmt von der Umweltschutzbehörde und erzählt dem Chef hier gerade, dass hier keine Papierpixel auf dem Boden liegen sollten. Aber das ist ja auch so hart begrenzt, ne? Naja, egal. So, wo ist unser... Was ist hier? Die Berghütte, ne? Ja. Die können wir hier besetzen. Aber das wollen wir... Oder sollen wir die mal besetzen? Hm? Fahrzeug 43 hört. Wird die jetzt besetzt? Die soll verwendet werden und besetzt werden, ja. Ist da jetzt vielleicht jemand unterwegs, der die Berghütte besetzt oder so? Oder wie funktioniert das? Da ist was. Das ist der Rettungsdienst-Mitarbeiter. Der läuft jetzt hier auf Streife und frisst Gras. Ja. Was passiert da? 71.1 zum Notfalleinsatz. Der Notheim 71.1 zum Notfall. Ich hab doch gar keinen zum Notfalleinsatz alarmiert. Wieso fährt da jetzt jemand zum Notfalleinsatz? Darf man die Berghütte nur im Notfall besetzen oder was? Rosenbauer. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt, denke ich mal, wieder warten auf den nächsten Einsatz. Gut, ich muss ja hier für ein bisschen Unterhaltung sorgen, deswegen muss ich mir jetzt hier so irgendwelche Geschichten ausdenken. Der zum Beispiel, der schaut sich seinen Iveco Turbo an, aber das ist ein total neuer LKW und der findet den total toll und freut sich. Naja, so neu scheint er gar nicht zu sein. Weil ist er hier ganz dreckig und verrostet oder ist das nur die Farbe von der Lackierung? Haben die bei der Produktion ein bisschen hier... Naja. Ist bestimmt Design, das ist modern, das ist gewollt. Man kauft sich ja auch Jeans mit Löchern drin. Oh, hier ist doch die Scheibe schon kaputt, oder? Ah, schade, ne? Na gut, der ist also traurig, das ist ein trauriger Mitarbeiter. Und der schaut sich jetzt sein Fahrzeug an, weil das ist... Das ist schon ziemlich alt, ne? Man sieht hier schon, ist abgenutzt und hier kaputt. Und das wird bald zum Schrottplatz gebracht. Und ja, auch hier vorne ist schon alles beschädigt. Ursache nicht bekannt. Endlich. Verhindern Sie eine Ausweitung der Brände. Ja, löschen Sie das Feuer. Nicht außerhalb der Karte. Wo ist das? Da ist das. Gut, das ist eigentlich ein Feuer klein, aber da sich das so schnell ausbreitet, würde ich mal sagen B2. Nur die Wache? Hier Leitstelle Notheim mit Einsatz für die FF Heidhaus. Stellen Sie Einsatzbereitschaft her. Freiwillige Feuerwehr. Einsatz für die FF Heidhaus. Stellen Sie Einsatzbereitschaft her. Dauert natürlich, bis sie dann kommen. Heidhaus.
glaube, ich habe Reithaus verstanden. Aber die haben ja gar keine Pferde zum Reiten da. NDHHV 79. Was ist denn NDH für ein Kennzeichen? Jedenfalls ist das hier ein Fahrzeug von Malteser. Und da kann man auch anrufen. Und das ist der Helfer vor Ort ist das. Ah, der war ja letztens auch mal vor Ort. Da kann ich mich noch dran erinnern. Irgendjemand ist auf Anfahrt. Wer ist auf Anfahrt? Von außerhalb oder was? Da stand DB Schenker. Das ist so ein Typ von der Bahn, der hier Sachen verschenkt. Und da sind ganz viele Geschenke drin. Ja, man kann ja. Okay. In der Feuerwache stehen ganz viele Techniker rum. Okay, ich sag da mal nichts zu. So, das Fahrzeug ist schon angekommen. So nah ranzoomen kann ich übrigens wegen dem Verändern der Einstellungen. Sucht einfach mal bei Google nach Emergency 4 erweiterter Zoom. Sag mal, sind da keine Feuerwehrleute drin irgendwie? Naja, kann ja passieren bei der Freiwilligen Feuerwehr, dass da zu wenig Leute sind oder so. Aber ich hätte ja schon gerne hier irgendjemanden, der da was macht. Ist da überhaupt jemand, der die Pumpe starten kann? Ich glaube, wir müssen mal wieder B4 alarmieren, damit überhaupt irgendjemand kommt. Ah, es ist schon eine schwierige Sache hier als Leitstellendisponent. Also ich bin ja hier schon in Germersheim jetzt viele Tage Leitstellendisponent gewesen und habe schon einige Stunden Berufserfahrung gesammelt. Und ja, ich kann inzwischen wirklich sagen, das ist ein sehr harter Job hier. Oh, ich habe 30.000 Euro bekommen. Gut, der Job gefällt mir und ja. Leider ist das Geld nicht für mich, sondern nur für die Feuerwache. Und ich würde mal sagen, wir löschen den Baum. Da brennt man nicht so stark. Was ist das? Polizei? Noch ein Feuerwehrmann? Kommt der mit einem Privatfahrzeug oder was ist denn? Mach mal die Sirene aus. Wer ist das? Kreisbrandmeister, okay. Die kann man nachalarmieren. Dann erkunde mal die Lage. Was hat er jetzt erkundet? 3 Brandherde. Es brennt schon 3 Bäume. Ah, da sind 2 direkt nebeneinander, ne? Naja, kann er sich einen Feuerlöscher mitnehmen und mithelfen? Nein. Ausrüsten. Feuerlöscher. Was kann er noch? Alarm, zweiten Alarm auslösen. Also er kann auch Verstärkung alarmieren, oder? Verstanden. Naja, wir haben hier einen B4-Einsatz, damit überhaupt mal irgendein Fahrzeug kommt. Hier sind wenigstens ein paar Leute drin. Da geht doch endlich mal hier, sogar mit ordentlichem Einsatzleiter hier. Ein richtiger Löschzug. Kann es sein, dass jetzt einfach alle kommen? War vielleicht doch keine so gute Idee. Ich meine, wenn wir jetzt noch einen Einsatz haben, haben wir, glaube ich, ein Problem. Egal. Wir müssen ja irgendwie die 2 Bäume hier löschen. Das kriegen wir ja sonst nicht hin. So. Was stand da? Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei. Na, die Feuerwehr darf da gar nicht langfahren eigentlich, ne? So. Gut. Kann man hier... Ich glaube, den Einsatz kann man da nicht beenden. Dann stoppen wir erstmal die anrückenden Fahrzeuge.
Flugzeug 41 hört.